Die Canon EOS M50 Mark II, ich durfte schon kurz übers Wochenende testen. Laut Canon die ideale Kamera für Vlogger und Content Creator. Also für mich. Aber dennoch aus meiner Sicht ist es in erster Linie eine normale Einsteigersystemkamera zum Fotografieren. Und deswegen schaue ich mir auch beides an. Foto und Video. Und natürlich spreche ich auch über die Unterschiede zum Vorgänger der M50 und ziehe ebenfalls einen Vergleich zu Sony, Nikon und Fuji. Erstmal ein kleiner Überblick. Laut Canon sind die Hauptfeatures vor allem die WLAN- und Bluetooth-Konnektivität. Du kannst Videos jetzt auch im Hochformat aufnehmen, zum Beispiel für TikTok. Du kannst Livestreaming machen mit der Kamera in Full HD und theoretisch 4K. Und YouTube-Livestreaming geht sogar im WLAN, ganz ohne Computer dazwischen. Das ist, soweit ich weiß, die einzige Kamera, die das kann. Der APS-C-große Sensor hat 24 Megapixel, das ist gleich geblieben. Und das Display, das kannst du in alle Richtungen drehen, also auch nach vorne, um dich selber zu sehen. Du kannst ein Mikrofon anschließen und natürlich die Objektive wechseln. Das war der Schnelldurchlauf, jetzt schauen wir ins Detail. Zum Vorgänger, der M50, hatte ich schon ein Video gemacht. Da die Kameras fast identisch sind, schau es dir gerne zusätzlich an. Das Gehäuse ist soweit ebenfalls identisch. So eine relativ kleine Kamera, die bezogen auf die Größe zumindest relativ gut in der Hand liegt. Der Akku ist der gleiche wie vorher, der LPE-12. Er hält jetzt aber gut 100 Aufnahmen länger, ca. 320 Aufnahmen statt 235 und ist damit jetzt auf Höhe der Konkurrenz. Es gibt nach wie vor nur ein Einsteigerrad. Den meisten Einsteigern wird das völlig genügen. Als fortgeschrittener Fotograf wünscht man sich aber mindestens zwei Einstellräder, um die Kamera schneller bedienen zu können. Da es eine Kamera im Einstiegssegment ist, finde ich das aber trotzdem okay. Die Anschlüsse sind ebenfalls gleich geblieben. Es bleibt beim Micro-USB, obwohl USB-C eigentlich mittlerweile ein Standard sein sollte, aber auch das finde ich halb so wild. Was ich jedoch schade finde und nicht mehr ganz zeitgemäß, dass du nach wie vor weder den Akku über USB laden kannst, noch die Kamera mit Strom versorgen kannst. Zum Fotografieren ist das egal, externes Ladegerät wird mitgeliefert, nimm den Akku also einfach raus zum Laden. Aber gerade weil es als Streaming-Kamera beworben wird, macht es absolut Sinn, die Kamera mit Dauerstrom zu versorgen. Das ist auch möglich, aber eben leider nicht über USB, sondern du musst dir zusätzlich einen Akku-Dummy kaufen und das sind auch wieder 30 Euro. Wenn du also Dauerstrom brauchst, Akku-Dummy und Netzteil habe ich dir in der Beschreibung verlinkt. Beim Sucher bleibt es bei 2,4 Millionen Punkte OLED, das ist für die Preisklasse okay. Die Sony 6100 ist hier zum Beispiel schlechter, aber von der Suchervergrößerung, also von der Größe des Suchers, ist die Canon ziemlich klein. Das Display hat die üblichen 3 Zoll mit 1 Million Punkte. Hier ist alles gut. Und Canon-typisch dreh- und klappbar wirklich in alle Richtungen, also auch nach vorne für Selfies und natürlich fürs Vloggen, wofür sie beworben wird. Der Sensor hat 24 Megapixel wie beim Vorgänger und auch bei den Mitbewerbern von Sony und Fuji. Von der Größe ist es ein APS-C-Sensor mit einem Crop-Faktor von Canon typischen 1,6. Das ist ein Hauch kleiner als bei Sony, Fuji und Nikon, aber immer noch deutlich größer als bei Panasonic und Olympus 4 Thirds. Von den Farben her, also von den Farben in den Bildern, da hat Canon den Ruf, schöne Hauttöne zu liefern. Das kann man objektiv immer schlecht testen, werde ich demnächst aber bei Instagram mal eine Blindstudie machen. Also wenn du da mitmachen willst, dann folg mir da gerne. Von der Bildqualität nehmen die APS-C-Kameras sich eigentlich nichts mehr, zumindest nicht vom Sensor. Da ist es viel entscheidender, welche Objektive du verwendest, als der Sensor. Und das Kit-Objektiv der Canon, das hatte ich bereits mit der M50 getestet in meinem alten Video. Für ein günstiges Kit-Objektiv ist es gut und durchaus besser als das Sony 1650, was mit der 6100 mitgeliefert wird. Etwa auf dem Niveau eines Fuji-Kit-Objektivs, was an der X-T200 mitgeliefert wird, aber nicht so gut wie das Nikon-Kit der Z50. Aber die Nikon kostet auch 200 Euro mehr. Sprich, die Qualität ist okay, aber du kannst mit besseren Objektiven auf jeden Fall einiges mehr rausholen, wie zum Beispiel so eine Festbrennweite oder halt auch den besseren Zoom-Objektiven. Was ich beim Sensor immer teste, ist die Sensorauslesegeschwindigkeit. Das ist vor allem wichtig, wenn es um das lautlose Fotografieren geht. Die Kamera bzw. der Verschluss klackt ja, wenn du auslöst. Das kannst du bei fast allen Kameras abschalten, dann löst die Kamera elektronisch aus. Es hat aber den Nachteil, dass es verzerrte Bilder bei Bewegung geben kann und Banding, also Streifen im Bild bei Kunstlicht. Die M50 Mark II braucht
79 Millisekunden bzw. eine 13. Sekunde, um den Sensor auszulesen. Das ist recht langsam. Grundsätzlich sind alle Kameras in der Preisklasse nicht besonders schnell, aber was das angeht, ist es schon die langsamste. Was heißt das für dich? Das heißt, den Lautlosmodus würde ich eher nicht verwenden. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum das so gut versteckt ist. Den Modus gibt es nämlich ausschließlich über das Szenemenü. Hat das ansonsten Nachteile? Ein wenig, wenn es zum Beispiel um den Autofokus geht, aber da kommen wir noch zu. Die Bedienung fand ich bei der M50 schon super. Das ändert sich hier nicht. Nun ist klar aufgebaut, das Menü gibt es mit extra Anleitung, ist einfach gemacht und daher gut für Einsteiger. Als Fortgeschrittener kannst du das extra Menü auch ausschalten, dann sieht es aus wie bei anderen Canon-Kameras auch. Mein Menü habt ihr dann ebenfalls, also Menü, das du auf dich persönlich anpassen kannst, das gibt es im einfachen Menü nicht. Eine Touch-Bedienung ist möglich und die ist auch gut umgesetzt. Also von der Bedienung finde ich die M50 Mark II besser als zum Beispiel bei Sony oder Fuji, vor allem einfacher. Einziger Nachteil ist, wie schon gesagt, dass es nur ein Einstellrad gibt, aber wie gesagt, Einsteiger wird das nicht stören und als Fortgeschrittener kannst du ja überlegen, ob es dich stören würde. Canons Dual-Pixel RF war schon immer gut und jetzt im Vergleich zur M50 nochmal besser geworden. Die M50 war ja die erste Canon mit Augen-AF, aber leider nur im Single-Modus, also ohne Nachfokussierung. Das hat sich jetzt geändert. Die Mark II kann das Auge auch nachverfolgen im Servo-Modus. Das ist heute allerdings Standard. Das kann die Sony 6100 und Fuji XT200 ebenfalls. Ebenfalls neu, die Mark II kann auch im Videomodus das Auge nachfokussieren. Das kann Sony und Fuji so nicht. Aber da gibt es ein paar Einschränkungen, reden wir noch drüber, wenn es um Video geht. Im Vergleich zum Vorgänger fokussiert sie jetzt auch besser bei schlechterem Licht. Die Serienbildgeschwindigkeit ist gleich geblieben, 10 Bilder die Sekunde. Und im Servomodus, also mit Nachfokussierung, sind es dann noch 7 Bilder die Sekunde. Das ist ähnlich wie Fuji. Die Sony 6100 ist hier aber schneller. Da sind 11 Bilder die Sekunde mit Nachfokussierung möglich. Der Puffer, also der Zwischenspeicher, ist bei allen Kameras in der Klasse relativ klein. Also eine kurze Serie ist kein Problem, 36 JPEGs oder 10 RAW-Bilder. Aber wenn du hauptsächlich Sport fotografieren willst oder Tierfotografie, Vogel im Flug und so weiter, da lohnt sich jedenfalls mehr Geld auszugeben. Einen IBIS, sprich einen Stabilisator im Gehäuse, den hast du nicht, aber den gibt es bei keiner Kamera in der Preisklasse. Das gibt es erst über 1000 Euro. Aber ein Stabi, je nach Objektiv. Und für Video hast du einen elektronischen Stabilisator in 2 Stufen einstellbar. Die Kamera soll für Vlogger und Content Creator sein. Okay, checken wir doch mal. Display nach vorne. Check, kann sie. Hochformat filmen für TikTok und Instagram. Kann sie auch, konnte der Vorgänger nicht. Full HD und 4K. Ja, kann sie auch beides. Stabi für Vlogger. Über die Objektive und zusätzlich elektronisch. Ja, hat sie. Zum Stream hat sie einen Clean HDMI-Ausgang, sprich ein Videosignal, ohne dass die Kameradaten eingeblendet werden. Das hat sie auch. Das ist ein Unterschied zum Vorgängermodell. Das hatte die nämlich nicht. Also Stream, kein Problem. In HD und sogar 4K. Jedenfalls theoretisch. Und neu, zumindest für YouTube, kannst du auch über WLAN streamen ohne Computer dazwischen. Du hast also die Wahl, direkt über USB mit der Canon Webcam Utility Software oder über HDMI mit dem Camlink oder YouTube sogar im WLAN. Das habe ich allerdings nicht selbst ausprobiert, dafür musst du dich auf der Canon-Seite registrieren und es erst einmal einrichten. Das habe ich so jedenfalls noch bei keiner anderen Kamera gesehen. Könnte für den einen oder anderen sicherlich interessant sein. Das Netzteilproblem, das habe ich schon angesprochen, wenn du Dauerstrom brauchst, musst du noch einen Akkudummy dazu kaufen. Neu zum Vorgänger, Augen-AF gibt es auch im Video und auch bei 4K, was ich jetzt gerade filme. Der Fokus bleibt also auf deinem Auge. Bei 4K hat die M50 Mark II allerdings immer noch 2 Schwachpunkte. Augen-AF ja, aber Dual-Pixel-AF nein. Sprich, der Autofokus ist bei Full HD nach wie vor besser als bei 4K. Die Zuverlässigkeit, dass wirklich das Auge scharf bleibt, ist bei Full HD einiges höher. Dazu kommt, dass bei 4K wie beim Vorgänger nicht der ganze Sensor ausgelesen wird, sondern es gibt einen 1,5-fach Crop zusätzlich zum APS-C Crop. Dir fehlt also Weitwinkel. Mit elektronischem Stabi landest du bei 1,7-fach Crop. Die 4K-Qualität ist damit nicht so gut wie bei Sony oder Fuji, die beide den vollen Sensor nutzen und oversamplen statt zu croppen.
Ein weiterer Punkt, den ich etwas schade finde im Video, gibt es nach wie vor nur die Möglichkeit, in der Automatik zu filmen oder manuell. Also Halbautomatik, Zeitvorwahl oder Blendenvorwahl ist leider nicht möglich. Ein Mikrofoneingang gibt es weiterhin, aber kein Kopfhörerausgang, genauso wie beim Vorgänger. Das ist zwar durchaus normal in der Preisklasse, Sony hat das auch nicht, die Fuji XT200 aber zum Beispiel schon. Und nach wie vor gibt es eine 30 Minuten Aufnahmegrenze bei Video. Wenn du also länger filmen möchtest, ohne Unterbrechung, zum Beispiel Interviews, da ist die Sony vielleicht eher etwas für dich. Dann noch kurz zum Rolling Shutter, also Verzerrung beim Schwenken. Die genauen Zeiten findest du auf meiner Webseite. Da ist die Kamera im Mittelfeld, also nicht besonders gut, aber auch nicht besonders schlecht. Mein Fazit. Wie auch schon die M50 gefällt mir die Kamera gut. Sie ist von der Bedienung sehr schön gemacht und eignet sich gerade für Einsteiger ganz gut. Das Kit-Objektiv ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis gut. Aber da hat sich nicht viel geändert zum Vorgänger. Neu dazugekommen sind vor allem Video-Features. In 4K hängt sie immer noch der Konkurrenz hinterher, aber in Full HD ist sie gut und vor allem vom Autofokus sehr zuverlässig. Nicht zu vergessen die Streaming-Möglichkeiten für YouTube, da ist sie ziemlich einzigartig. Vom Objektivsystem ist sie nach wie vor nicht so gut aufgestellt wie Fuji und Sony. Es gibt durchaus ein Superzoom, es gibt ein Pancake, ein Tele und so weiter. Lichtstarkes Porträtobjektiv gibt es von Canon immer noch nicht, aber dafür mittlerweile zum Beispiel von Wildrox. Ist also auch kein Problem. Ein Tele über 200 mm gibt es aber weiterhin nicht. Also für Tierfotografie ist sie weniger geeignet. Theoretisch könntest du Objektive adaptieren, aber ganz ehrlich, wenn du gerne Wildlife fotografieren willst, da würde ich ein anderes Kamerasystem nehmen. Wenn du umgekehrt aber Weitwinkel oder Superweitwinkel magst, hier gibt es ein echt gutes und günstiges Objektiv von Canon. Das liegt bei 300 Euro. Bei Sony und Fuji kostet das eher das Doppelte. Also für wen ist die Kamera? Du magst es einfach, willst nicht viele Objektive, willst auch nicht so viel manuell einstellen. Du magst eher Weitwinkel als Tele, dann ist sie bestimmt interessant für dich. Du hast bereits Canon-Objektive, die du zum Beispiel adaptieren willst. Auch dann ist es sicherlich deine erste Wahl. Du filmst oder streamst gerne in HD, ebenfalls eine super Kamera. Wenn du aber gerne Wildlife und Tiere fotografierst, schau dir mal die Fuji XT200 oder die Sony 6100 an. Oder du möchtest in 4K filmen und vielleicht auch länger als 30 Minuten am Stück, dann schau dir eher mal die Sony 6100 an. Das sind die beiden Alternativen in dieser Preisklasse. Wenn du dich für die Kamera entscheidest und du möchtest mehr Videos zu dieser Kamera von mir, dann melde dich doch mal zu meinem Newsletter auf meiner Seite an. Ich arbeite da in etwas, möchte aber noch nichts Genaues verraten. Wenn es soweit ist, werde ich dich aber informieren. Und wenn du keinen Newsletter magst, kannst du mir auch bei Instagram oder Facebook folgen und natürlich diesen Kanal abonnieren. Bis bald. Ciao.